Und ich begrüße mich, ich freue mich jetzt sehr, dass ich den Politikwissenschaftler Professor Thomas Jäger in Aschaffenburg begrüßen kann. Professor Jäger, wir haben es gehört, die EU nimmt jede Menge Hausaufgaben mit zum G7-Gipfel. Welche werden denn in Cornwall am einfachsten zu lösen sein? Na, Frau Bildau, es gibt eine ganze Reihe, was dort zu besprechen ist. Und man wird sicher gemeinsam darüber sprechen, dass man eine internationale Impfstrategie braucht. Das ist ein ganz großes Thema, das die Amerikaner ebenfalls pushen werden, weil sie Joe Biden einerseits aus seiner Partei hier Druck bekommt und weil sie andererseits fürchten, dass sie gegenüber China insbesondere und ein wenig auch gegenüber Russland hier ins Hintertreffen kommen. Ja, Joe Biden hat ja auch schon einen Impfplan für die ganze Welt angekündigt. Es überrascht ja schon ein wenig, weil er ja bisher beim Thema Corona eher nach dem Motto America First verfahren ist, oder? Naja, das war sein Versprechen an die Amerikaner. Wir machen das ganz schnell. Und in den USA ist es momentan so, dass die Zahl der Impfwilligen enorm zurückgeht, sodass mehr Impfstoff da ist, als man braucht. Es ging früher was nach Kanada, es geht jetzt nach Mexiko. Es werden ein paar Millionen Dosen verteilt. Aber das geht jetzt erst richtig los, dass die Amerikaner in diese internationale Corona-Diplomatie wirklich einsteigen. Ja, und der amerikanische Präsident Joe Biden hat kurz vor seinem Abflug nach Großbritannien heute in der Washington Post geschrieben, werden die demokratischen Allianzen und Institutionen ihre Fähigkeit gegen die Bedrohungen und Gegner von heute beweisen? Und ja, auf diese selbstgestellte Frage hat er geantwortet, ich glaube, die Antwort ist ja. Was denken Sie, Professor Jäger? Ja, das ist ja der eigentliche Anlass dieses Zusammentreffens. Das ist ja sozusagen eine Woche. Es geht in Großbritannien los, dann kommt G7, dann kommt die NATO, die EU und gleichzeitig sind auch noch Indien, Australien und Südkorea da, sodass auch die Quad sozusagen aus dem Pazifik da ist. Es geht darum, eine gemeinsame Haltung der Demokratien gegenüber China und eingeschränkt gegenüber Russland zu vereinbaren. Das ist das eigentliche Thema. In dem von Ihnen zitierten Artikel sagt Biden, wir werden ein anderes Angebot der Welt machen, Fortschritte zu erzielen, als das China macht. Und am Ende werden die Demokratien das bessere Angebot haben. Ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel China. Inwieweit zieht man denn da überhaupt an einem Strang? Noch nicht. Das ist ja das Problem. Und die amerikanische Regierung versucht jetzt sozusagen die anderen Staaten hinter sich zu sammeln. Denn es gibt unterschiedliche politische und unterschiedliche wirtschaftliche Interessen. Und das zu vereinbaren, das ist etwas, was sich die Amerikaner jetzt vorgenommen haben, in den nächsten Jahren zu tun. Sie machen das mit viel Geld. Im amerikanischen Senat sind jetzt 250 Milliarden aufgelegt worden, um die technologische Führerschaft in den USA zu halten und sozusagen nicht abhängig zu werden von dem, was in China entwickelt und produziert wird. Und gemeinsam wird man Lieferketten, globale Lieferketten, daraufhin überprüfen, wo strategisch wichtige Güter denn möglicherweise knapp werden können. Die Mikrochips sind momentan eines der ganz großen Probleme, das dann auch die wirtschaftliche Entwicklung hindert. Und das ist viel Detailarbeit, weil ganz unterschiedliche Interessen in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Ländern bestehen. Aber die gemeinsame Richtung, die wird man wohl zusammenbekommen, dass es darum geht, nicht konfrontativ, aber sehr wohl gemeinsam China auf einen gewissen Abstand zu halten, sodass das chinesische Interesse, die Weltmacht zu werden und nach 2035 die internationalen Regeln zu bestimmen, sich nicht umsetzen lässt. Ja, und eine weitere große gemeinsame Herausforderung ist auch Russland. Sie haben es angesprochen. Nach dem Gipfel wird Joe Biden ja auch Wladimir Putin treffen. Wie wichtig ist denn so ein persönliches Treffen? Das ist ganz wichtig. Und auch wenn das in den USA sehr kritisch gesehen wird, weil man so ähnlich wie bei Trump und Kim sagt, er würde sozusagen Putin jetzt aus der Ecke holen, in der ihn die Sanktionen gebracht haben. Auch die Aktion Nawalny, Weißrussland, all das. Und eigentlich dürfte er ihn gar nicht sehen. So ist das eben Bidens Entscheidung gewesen, zu sagen, doch, das werde ich tun. Und wenn man das verfolgt, was in den Vereinigten Staaten momentan diskutiert wird, ist das eine Mischung aus Härte. Das heißt, Russland wirklich zu sagen, wenn
es weiterhin Angriffe etwa auf die amerikanische auf amerikanische Netze gibt, wird man sehr deutlich reagieren. Ein großes Problem für die NATO übrigens, als auch Angebote zur Kooperation zu machen. Denn eine andere Diskussion, die in den USA geführt wird, ist eben die, dass man unbedingt verhindern muss, dass Russland noch enger an China heranrückt, weil China ist der eigentliche systemische Rivale. Russlands Wirtschaft ist nicht so stark, als dass man hier für die nächsten Jahrzehnte jemanden sieht, der die internationale Ordnung maßgeblich mitbestimmt. Sagt Professor Thomas Jäger. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Sehr gern, Frau Bildau.